Vielen Dank. Ja, vielen Dank für den sehr berechtigten Applaus. Ich finde Applaus gut, man sollte das öfter machen. Auch füreinander im Alltag. Wenn euch der Bäcker eure Brötchen gibt, einfach mal applaudieren. Oder wenn Leute den Raum betreten, stellt euch vor, ihr kommt irgendwo rein und sofort brandet Applaus auf. Man hat gleich das Gefühl, was geleistet zu haben. Mein Lebensziel ist es, so reich zu werden, dass ich jemanden bezahlen kann, der mir jeden Morgen, wenn ich aus dem Bett komme, erstmal Applaus spendet. Applaus ist viel klarer und einfacher als Sprache. Außerdem sind Menschen gar nicht so gut mit Worten, wie sie denken. Ich habe schon so viele misslungene Komplimente gehört. Es war mal ein Mann in mich verliebt und ich verstehe das, geht mir ja ähnlich, aber dann mach mir doch vernünftige Komplimente. Dieser Mann hat nämlich Folgendes zu mir gesagt. Sarah, hat er gesagt, ich finde dich besser, als du bist. Und ein anderer Mann, ein ziemlicher Soziophobiker, hat zu mir gesagt, ich mag keine Menschen, aber du zählst für mich nicht als Mensch. Das ist schon süß und beängstigend. Deshalb Applaus, applaudiert einander. Und wenn ihr keinen Bock auf Applaudieren habt, wenn ihr irgendwie euren Frust rauslassen wollt oder so, seid einfach morgens 10 Minuten früher im Büro, stellt euch an die Tür und wenn eure Kolleginnen oder Kollegen zur Arbeit kommen, buht die einfach aus. Ihr werdet sehen, danach geht es euch besser. So, ich möchte über das Scheitern sprechen heute. Ich weiß jetzt nicht so richtig, inwiefern das ein Thema ist, das euch betrifft. Wer hier im Raum würde von sich selbst sagen, dass er oder sie erfolgreich ist? Mal hier rufen. Dreisat-Publikum läuft. Cool, niemand. Niemand. Aber die Frage ist ja auch immer, woran man sich misst. So, ich konkretisiere das mal. Wer würde denn von sich selbst sagen, dass er oder sie erfolgreicher ist als der Mensch, mit dem er hergekommen ist? Es sind nämlich mehr. Das habe ich mir gedacht. Ich hab festgestellt, es gibt eigentlich nur zwei Dinge, an denen man wirklich scheitern kann. An der Dummheit und an der Liebe. Deswegen sind das die beiden Themen, über die ich heute sprechen möchte. Wir fangen an mit der Dummheit. Es ist auch so, es ist ja so eine Sache mit der Dummheit. Gehirne sind seltsame Wesen. Ich saß vor kurzem beim Arzt und habe in einem Anatomiebuch geblättert. Das lag da im Wartezimmer. Und da ist mir aufgefallen, das Gehirn und der Darm sehen einander unglaublich ähnlich. Das Gehirn sieht aus wie ein in Kopfform gepresster Dickdarm. Und dann kam mir der Gedanke, dass Gott vielleicht, also nur vielleicht, bei einigen Menschen genau diese beiden Dinge verwechselt haben könnte. Kann ja sein, ich würde das verstehen, hat man all diese Menschenbausätze vor sich liegen und fragt sich, wie die ganzen Einzelteile zusammenpassen. Da kann es doch mal passieren, dass man Gehirn und Darm aus Versehen falsch herum einbaut. Und dann hat man plötzlich Menschen, die nur Scheiße denken, aber dafür klug scheißen können. Wie logisch einem die Welt erscheint, wenn man das im Kopf behält. So, ich möchte ein paar Geschichten vorlesen. Die erste Geschichte handelt von der Dummheit. Sie heißt Dumme, laute Welt. Ich bin vor kurzem Zug gefahren. Neben mir waberte eine jugendliche Lärmwolke, die nächste evolutionäre Kommunikationsstufe erreicht hatte. Auf dieser Stufe kann man alles sagen, was man will, mit den drei Ausdrücken Boah, ey, oh mein Gott, und hallo, das geht ja gar nicht. Die Bedeutung liegt in der Intonation. Wichtig ist aber, alles muss immer gebrüllt werden. Leider waren die Jugendlichen sehr dumm. Das hat man daran gemerkt, dass sie laut darüber diskutiert haben, ob es eine gute Idee war, dass Angela Merkel noch mal kandidiert hat. Dabei ist die Antwort auf die Frage so einfach. Natürlich war das gut. Wir alle sollten öfter kandidieren. Orangen und Erdbeeren und Kirschen zum Beispiel. Aber darüber wollte ich gar nicht reden. Ich wollte über laute, dumme Jugendliche reden. Die saßen im Zug in ihrem Vierer und brüllten einander an. Und ich dachte, vielleicht ist das hier ja ein Film wie Speed. Das ist doch dieser Bus, der explodiert, wenn er langsamer fährt als 80 km/h. Und ich dachte, vielleicht explodiert ja unser Zug, wenn der Lärmpegel unter 80 Dezibel fällt. Und die Jugendlichen retten uns gerade alle. Vielleicht waren sie aber auch einfach nur laut. Menschen sind immer so laut. Oder klug. Aber nie beides gleichzeitig.
Ich glaube, dass man im Zug viel mehr Ruhe hätte, wenn man Schilder aufhängen würde, auf denen steht, wenn Sie schon dumm sind, dann seien Sie wenigstens leise. Es sind nie die Klugen, die laut sind. Wer hat denn schon mal im Zug gesessen und gedacht, oh, eigentlich wollte ich schlafen, aber jetzt höre ich doch lieber der sehr lauten Quantenphysikerin zu, die so witzig und unterhaltsam über Atome referiert. Es passiert einfach nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen Lautstärke und Dummheit gibt. Ich weiß nur nicht, ob die Lautstärke die Leute dumm macht oder die Dummheit die Leute laut macht. Deshalb klingt die Menschheit als Ganze auch so dumm, weil man immer nur die Schreihälse hört. Intelligenz macht ja erstmal kein Geräusch. Es gibt Fragen, die so dumm sind, dass sie leise gestellt gar nicht denkbar sind. Wollt ihr den totalen Krieg? Kann man natürlich auch leise fragen, es birgt aber die Gefahr, dass die Leute dann nachdenken, bevor sie antworten. Und dass sie dann sagen, nee, danke, heute mal keinen totalen Krieg. Heute hätte ich lieber total viel Eis oder total viel Torte oder von mir ist eine Totaltankstelle, aber keinen totalen Krieg. Das ist wirklich eine dumme Frage, Josef, hat dir überhaupt das Mikrofon gegeben? Worte sind nur klug, wenn sie auch leise klug sind. Aber Lärm bringt einen viel eher ans Ziel. Babys müssen nur brüllen und schon kriegen sie ihren Brei oder werden US-Präsident. Der Erfolg gibt dem Lärm recht, aber der Erfolg ist halt dumm. Wir sollten nicht den Erfolg als moralische Instanz für unser Handeln heranziehen. Und wenn doch, wenn wir die Welt wirklich so haben wollen, dann sollten wir konsequent sein. Wieso werden Mörder dann verurteilt? Sie haben es doch geschafft. Wir sollten die verurteilen, deren Opfer noch leben. Das würde auch die Gerichtsverhandlungen schön kurz machen. So, Sie wollten also Ihre Nachbarin umbringen und ist sie tot? Ja, sehr gut, alles richtig gemacht. Und wenn uns das dann doch zu krass ist, sollten wir einfach kandieren. Den Erfolg und den Lärm und die Mörder, überhaupt alles. Die Welt muss süßer werden. Wir sollten Zucker über sie streuen. Wir sollten Plakate von Katzenbabys an Häuserwände kleben. Und wenn das nicht reicht, kleben wir halt Katzenbabys an Häuserwände. Hauptsache süß und Hauptsache leise. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ich möchte noch eine zweite Geschichte dranhängen, die auch im Zug spielt und auch im weitesten Sinne, beziehungsweise im vielleicht gar nicht mal so weiten Sinne, auch von Dummheit handelt. Ich habe den nämlich verpasst. Ich war da in Süddeutschland, habe aber danach versucht, mit dem Zug zurück nach Berlin zu kommen. Und davon handelt der folgende Text. Er heißt Alles Terroristen. Vor ein paar Monaten hat ein Sturm gewütet in Norddeutschland. Und ich verstehe das. Wenn man mich nach Xavier Naidoo benennen würde, wäre ich auch wütend. Ich war auch wütend. Ich musste nämlich Zug fahren. Aber in Berlin-Spandau ging unsere Regio kaputt und die S-Bahn fuhr nicht. Also mussten alle, die noch bis zum Hauptbahnhof weiter wollten, in einen ICE umsteigen. Überfüllte ICEs sind ja bekanntlich ein Hort menschlicher Güte und Nächstenliebe. Ich saß also zwischen Koffern eingeklemmt auf dem Boden und ein besorgter Passagier beugte sich von seinem bequemen Sessel zu mir herab und fragte, lassen die hier jetzt jeden rein? Sie wollen doch bestimmt meinen Sitzplatz haben. Der Schaffner versuchte ihn zu beruhigen und sagte, niemandem wird der Sitzplatz weggenommen. Aber da war es schon vorbei. Lügen, Schaffner, brüllte die Menge. Wir brauchen eine Obergrenze für Neuzustiege, rief einer. Kann man die nicht wenigstens in ein anderes Abteil stecken? Ein anderer und ein dritter schrie, die essen uns das Bordbistro leer. Einer meiner Mitleidenden versuchte sich zu erklären, unser Zug ist kaputt, da können wir doch nichts für. Doch ihm schallte nur entgegen, wenn euer Zug kaputt ist, repariert ihn halt, wie anständige Passagiere. Aber wir müssen doch nur eine Station mitfahren. Ihr habt doch noch nicht mal gültige ICE-Tickets. Ihr kommt einfach ohne Papiere aus euren Dritte-Welt-Zügen her und denkt, ihr dürft, kein Passagier ist illegal, rief einer der am Boden Sitzenden. Naja, streng genommen darf jetzt auch nicht einfach jeder, setzte der Schaffner an. Aber er ging in der Masse unter. Nur weil diese Regulanten denken, sie müssten mal ein bisschen Urlaub machen, fährt jetzt mein Zug langsamer, kam es aus einer Ecke. Ich habe ja nichts gegen Leute aus Regionalzügen, aber das ist halt einfach eine ganz andere Kultur aus einer anderen. Genau, alles Terroristen aus einer dritten. Eine schick gekleidete Dame sah mir in die Augen und sagte, heute sind es die Regiofahrer und morgen sollen wir wohl auch noch Flixbusfahrer mitnehmen oder was? Arme Deutsche Bahn.
Dann fuhren wir zum Glück im Hauptbahnhof ein. Beim Aussteigen warf ich einen Blick in die erste Klasse. Da musste natürlich niemand auf dem Boden sitzen, trotzdem war dort die Empörung am größten. Die Passagiere hatten sich Spruchbänder gebastelt, auf denen "Wir sind die Bahn" und "Regiolanten raus" stand. Und am Eingang zur ersten Klasse hatten sie Grenzposten positioniert. Die hatten sich aus ihren Bahntickets Schleudern gebastelt und warteten auf den Schießbefehl. Also stieg ich aus und war froh, dass es sowas nur in Zügen und nicht im echten Leben gibt. Vielen Dank. Vielen Dank. Ihr merkt es vielleicht, wir arbeiten uns langsam vom Scheitern an der Dummheit vor zum Scheitern an der Liebe. Es gibt zu viel Hass auf der Welt, das ist nichts Neues, aber so ist es. Ich bin mir allerdings gar nicht so sicher, ob das wirklich stimmt. Wer hier im Raum hasst jemanden? Niemand. So ist es nämlich. Und mich wundert das immer so ein bisschen, weil ich irgendwie denke, es gibt gar nicht so viel Hass in der analogen Welt, aber im Internet sehr, sehr viel. Und ich bekomme natürlich nur einen ganz, ganz kleinen Teil davon ab, aber manchmal bekomme ich einen Teil davon ab, vor allem wenn ich irgendwie was Politisches schreibe oder so, dann schreiben mir Leute manchmal sehr böse Dinge. Und ich habe gedacht, das ist eigentlich ja auch irgendwie ganz schön, aber man kann was noch Schöneres daraus machen. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, aus den schönsten Hasskommentaren, die ich bekomme, was noch Schöneres zu machen, nämlich Liebeslyrik. Und der erste Kommentar, um den es geht, der ist gar nicht so böse, der ist einfach wunderschön, den musste ich nehmen, den habe ich irgendwann auf Facebook bekommen, der geht so: Dumme Göre, wenn du meine wärst, dann würdest du jetzt dein blaues Wunder erleben, Rotzlöffel. Ist schon schön, oder? Also, ich meine, da hat sich doch jemand Mühe gegeben, das fand ich sehr schön und das ist, was ich daraus gemacht habe. Dumme Göre, ach, wenn du doch meine wärst. In meinen Armen liegend die Zunge dir mit Wein beschwerst, dann würdest du im Rausch der Spätburgunder Reben bei mir im Bett das Blauste der Wunder wohl erleben. Und gäbst du Jahre später den Löffel schließlich ab, ich Rotz und Wasser heulend stünd an deinem Grab, dann wüsste ich doch zumindest, du hast mich mal geliebt und den Hass, den Pisser, den haben wir besiegt. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, man muss ja immer nur eins von beidem können, mit Kritik umgehen oder Kritik umgehen. Und ich habe gedacht, das ist ein bisschen von beidem. Und ich bekomme diese bösen Nachrichten, wie gesagt, vor allem, wenn ich was Politisches schreibe und das irgendwie im Radio kommt oder so. Vor allen Dingen, wenn ich mich zum Thema Feminismus äußere. Und ich verstehe das ja ganz gut. Ich schreibe auch nicht gerne über Feminismus. Aber bevor ich das Thema einleite, freut sich nie jemand drüber über das Thema. Ich würde ganz gerne einmal in die Runde fragen, wie ihr zu dem Thema steht. Wer findet denn Feminismus, auch angesichts der Debatte der letzten Monate, in erster Linie gut, weil wichtig? Mal hier rufen. Ein paar, okay, Gegenprobe. Wer findet Feminismus, auch angesichts der Debatte der letzten Monate, in erster Linie nervig? Mal hier rufen, ich gucke auch nicht hin. Da lachen ein paar, ich werte das mal als ja. Ja. Ich bin auf der Seite derer, die genervt sind. Feminismus macht mich wahnsinnig. Er quält mich, er geht mir so sehr auf die Nerven, dass ich wünschte, ich hätte einen Sack, auf den er mir gehen könnte. All die politische Korrektheit, die Humorlosigkeit, die Sätze, die immer länger und länger werden, weil man überall ein Innen dranhängen muss. Er ist so unpoetisch, so unsexy, so anstrengend. Und er hat einen doofen Namen. Gendern ist hässlich und umständlich und verwandelt die Schönheit eines jeden Satzes in Scheiße. Nicht mal Mann darf man noch sagen. Überhaupt darf Mann überhaupt nichts mehr sagen, vor allem nichts über Frauen. Egal wie tautologisch es auch sein mag. Wenn ein Mann sagt, Frauen sind wie Frauen sind, kommt bestimmt hinter irgendeinem Busch eine Feministin hervorgesprungen und ruft, was für eine unverschämte, verallgemeinernde und sexistische Äußerung das doch sei. Versteht mich nicht falsch, ich bin diese Feministin, aus voller Überzeugung. Es fühlt sich nur seltsam an, einem Ismus anzugehören, von dem man wünscht, es gäbe ihn nicht. Ich glaube nicht, dass zum Beispiel Buddhisten auch wünschten, es gäbe keinen Buddhismus. Oder Kapitalisten, es gäbe keinen Kapitalismus. Aber ich wünschte, es gäbe keinen Feminismus. Er ist ein Kampf und Kämpfe sind immer Kacke. Aber leider sind nicht alle Kämpfe grundlos. Niemand muss Feminismus toll finden.
Das ist ja kein Hobby. Wenn du ein Hobby suchst, kauf dir ein schnelles Auto. Also wenn du ein Mann bist, wenn du eine Frau bist, lern stricken. Feminismus ist wie das Kondom, das man erst noch kaufen gehen muss, obwohl man schon nackt zusammen im Bett liegt. Ohne wäre es einfacher, aber langfristig eben nur für den Mann. Er ist ein notwendiges Übel. Also nicht der Mann, sondern der Feminismus. Aber das ist eben der Punkt, er ist notwendig. Wenn ihr also genervt seid vom Feminismus und wie gesagt, dafür habt ihr mein vollstes Verständnis, dann entzieht ihm doch seine Notwendigkeit. Der Feminismus hat nämlich neben all den anderen unsympathischen Eigenschaften noch eine weitere. Er hat recht. Er ist der kleine, nervige Streber in der ersten Reihe, den niemand ausstehen kann. Der im Deutschunterricht anfängt, die Grammatik der anderen zu berichtigen, bis ihn sogar der Lehrer hasst. Alle wissen, dass es stimmt, was er sagt, aber niemand hat Lust, ihm zuzuhören. Und natürlich könnt ihr ihn dafür in die Mülltonne stecken, um einen Tag lang Ruhe zu haben. Aber glaubt ihr wirklich, dass er davon weggeht oder cooler wird? Ladet ihn lieber mal zu einer Party ein. Sozialkompetenz lernt man nicht in Mülltonnen. Natürlich nervt Feminismus. Jede Instanz, die uns sagen will, was wir tun sollen, nervt. Unsere Eltern, Lehrer, die Polizei, morgendliche Radiomoderatoren, die verlangen, dass wir den Tag genießen. Kalendersprüche, die verlangen, dass wir jeden Tag genießen. Es nervt alles. Aber recht hat der Feminismus trotzdem. Und eigentlich wissen wir das doch alle. Dass wir nur Menschen anfassen sollten, die von uns angefasst werden wollen. Dass wir Leute nicht auf ihre Körper reduzieren sollten, egal wie viel davon sie zeigen. Dass man Frauen nicht Fotzen und Kampflesben und Emanzen und Bitches nennen und nicht in separate Zugabteile sperren sollte. Bezahlt Frauen gleich gut wie Männer. Haltet euch von ihrer Würde fern und erniedrigt sie nicht. Es sei denn, das ist nun mal ihr Fetisch, dann immer los. Haltet sie nicht für unfähig, Unternehmen zu leiten oder Autos zusammenzuschrauben. Denn beides tut man meines Wissens nicht mit dem Penis. Und wenn ihr doch mit dem Penis Autos zusammenschrauben könnt, geht nach Hause, dreht YouTube-Videos und werdet reich. Aber seid trotzdem keine Arschlöcher. Feminismus wird man nicht los, indem man ihn bekämpft. Feminismus wird man los, indem man Sexismus bekämpft. Und wenn der Kampf ausgefochten ist, dann können die Feministen stricken lernen und die Feministinnen schnelle Autos kaufen, die ihr und eure Penisse zusammengeschraubt habt. Und dann können wir uns endlich alle wieder mit anderen Dingen beschäftigen. Dankeschön. Vielen Dank. Ich habe, nachdem dieser Text nämlich im Radio lief, einen sehr schönen Kommentar bekommen, den möchte ich euch nicht vorenthalten. Der geht so. Ich werde gleich meine kleine Perle in meinen Arm nehmen und ihr meine männliche Liebe geben. Und ihr verbitterten Emanzen macht viertklassige Liebe mit Typen von Joko oder Böhmermann-Verschnitt, die beim Rödeln noch weinen. Hat mir sehr gut gefallen und das ist, was ich daraus gemacht habe. Ich weiß nicht, ob Jan Böhmermann jedes Mal beim Rödeln weint. Ich weiß nicht, ob des schönsten Mannes Schönheit aus dem Dödel keimt. Emanzipiert heißt losgelöst, nicht mangelhaft an Trieben. Emanzen sind nur strapaziös, nicht unfähig zu lieben. So schön dein Traum vom runden, glatten, demütigen Glück auch war, Frauen haben Kanten und sind als Perlen unbrauchbar. Und wenn du deine Perle gleich behutsam aus der Muschel schälst und dich wie echte Kerle dann voll Ungeduld durchs Kuscheln quälst, vergiss nicht eines Tages, das ist an der Zeit. Da bist auch du, du alter Träumer, für eine echte Frau bereit. Dankeschön. Ich bin ja in erster Linie Dienstleisterin. Also ich setze mich ja hier hin und erzähle Leuten, was sie hören wollen. Das ist ja meine Aufgabe. Und ich habe jetzt vielleicht eben einigen von euch erzählt, was sie hören wollten, aber anderen ja nicht. Und das geht natürlich nicht. Ich kann ja als Dienstleisterin so eine Zielgruppe nicht einfach links liegen lassen. Das kann ich ja nicht machen. Und deswegen habe ich jetzt auch noch ein Plädoyer für den Sexismus dabei. Und ich habe gedacht, das lese ich jetzt einfach auch noch vor. Und dann sind alle glücklich und niemandem fällt auf, wie absurd das ist.
Super, oder? Das ist doch eine Geschäftsidee. Und für alle, die jetzt allgemein denken, das Thema insgesamt interessiert mich überhaupt nicht, es ist auch einfach ein relativ unanständiger Text über Brüste. Ich bin vor kurzem spätabends durch Berlin gelaufen. Mir kamen zwei Männer entgegen, Mann 1 und Mann 2. Mann 1 sah mich an und sagte, ey, du hast schöne Brüste. Und Mann 2, sein Kumpel, sagte, Alter, lass doch mal die Frau in Ruhe. Und ich dachte, cooler Mann 2. Aber Mann 2 war noch nicht fertig. Mann 2 sagte, Alter, lass doch mal die Frau in Ruhe. Die ist voll hässlich. In dem Moment habe ich beschlossen, den Feminismus aufzugeben und zum Sexismus überzulaufen. Ich weiß gar nicht, was alle gegen Sexismus haben. Er ist das krasseste Erfolgskonzept der Menschheitsgeschichte. Er hat Frauen als einziger Mehrheit der Welt die Nachteile einer Minderheit angedreht. Das muss man erst mal schaffen. Und ich finde, das könnten wir ruhig mal würdigen. Sexismus macht die Welt einfach. Für ihn war das eine ganz normale Begegnung zwischen Mann und Frau. Mann 1 hat mir ja nur ein Kompliment gemacht und das völlig zu Recht. Ich bin ja dafür übrigens, dass Menschen, die einander gut finden, sich gegenseitig erst mal ihre hässlichsten Körperstellen zeigen. Wer einmal Warzenbingo miteinander gespielt hat, trennt sich so schnell nicht wieder. Aber es wäre ja schon wieder viel zu kompliziert. Sexismus macht die Welt einfach und er bewahrt uns vor komplexen moralischen Abwägungen. Wir haben ja in den letzten Monaten gelernt, Frauen sollen sich nicht über anzügliche Sprüche beschweren, solange andere Frauen vergewaltigt werden. Vergewaltigungen sind also unser moralischer Nullpunkt. War das jetzt okay, dass mir mein Chef an den Hintern gefasst hat? Ja, war es, denn immerhin hat er mich nicht vergewaltigt. So einfach ist die Welt mit Sexismus. Und schon müssen wir auch nicht mehr so angestrengt anstrengend sein. Niemand mag hysterische Frauen. Das Wort Hysterie bedeutet auf Deutsch Gebärmutter. Bis vor gut 100 Jahren glaubte man nämlich, Frauen seien hysterisch, weil die Gebärmutter, wenn sie nicht regelmäßig mit Sperma gefüttert werde, im Körper suchend umherschweife und sich dann am Gehirn festbeiße. Ist wirklich wahr. Also bis vor gut 100 Jahren glaubte das die Wissenschaft. Ich glaube das immer noch. Natürlich ist das entmündigend, aber Mündigkeit ist mir viel zu anstrengend. Und ich war schon so oft die anstrengende Frau, die sich unbedingt aufregen musste, wenn ihr ungefragt an die Hüfte gefasst oder sie Mäuschen genannt wurde. Oder Männer auf ihrer Facebook-Seite kommentiert haben, man müsse sie nur mal richtig hart nehmen. Das ist doch kein Grund, sich aufzuregen. Ich fordere nichts mehr, nur moralische Bequemlichkeit. Denn Bequemlichkeit ist der eigentliche Grund, aus dem es das Patriarchat bis heute gibt. Weil jeder Schritt in Richtung Emanzipation ein Umlernen unserer Gewohnheiten bedeutet, und zwar auch für uns Frauen. Weil wir plötzlich gendern sollen, obwohl die Welt doch auch gestern schon funktionierte, als man zu Frauen noch sagen konnte, ach komm, du weißt doch, dass du mitgemeint bist. Immer wenn das jemand sagt, denke ich übrigens, stellt euch vor, eure Angebetete stöhnt beim Sex Joachim, obwohl ihr Holger heißt, und sagt, ach komm, weiß doch, dass du mitgemeint bist. Funktioniert, ist aber nicht schön. Aber bequem, also nieder mit der Verleumdungskampagne gegen den Sexismus. Seid bequem, steht nicht auf für den Feminismus, bleibt liegen für den Sexismus. Wenn eine Frau belästigt wird, schaut weg. Außer natürlich, die Frau hat schöne Brüste, dann schaut zu. Sexismus ist das Amazon unseres Sozialverhaltens. Moralisch so mittel, aber er liefert uns alles, was wir für ein bequemes Leben brauchen, nämlich eine solide Zweifellosigkeit an unserem Platz in dieser Welt. Und für alle, die denken, ich hätte jetzt doch irgendwie den Sexismus und natürlich wieder nur die Männer kritisiert, die Frauen sind natürlich mitgemeint. Keine Sorge, die kennen das schon. Dankeschön. Ich habe zu diesem Kommentar, den ich gerade erwähnt habe in dem Plädoyer, auch noch ein Gedicht geschrieben. Ich habe das aber kombiniert mit einem zweiten Kommentar. Also der erste Kommentar, der lautet im Wortlaut nämlich so: Frau Bosetti, wann wurden Sie das letzte Mal so richtig schön hart genommen? Falls Sie dies noch nie erlebt haben sollten, könnte es an Ihrem Entmannungsfeldzug liegen. Und zweitens, geile Titten, die Alte. An denen nie ein Baby saugen wird, wetten. Und das ist, was ich daraus gemacht habe. Ihr sagt, ich habe geile Titten.
schön, dass ihr das auch so seht. Das habe ich ja nie abgestritten, nur dass es darum hier nicht geht. Natürlich würde ich gerne einmal nur hart genommen. Doch leider habe ich keinen von euch jemals abbekommen. Verehren würde ich euch gern und mich von euch leiten lassen, begehren und mich nie beschweren und mich dabei heimlich hassen. Mein Leben in den Dienst stellen von Mann und Herd und Kind. Nur dass das nicht meine, sondern eure Träume sind. Ich weiß, ihr macht euch Sorgen, ich könne einsam sterben und meint, ich solle morgen vielleicht mal einfach werden. Doch so sehr mich eure Sorge rührt und eure Herzen bluten, ich krieg nicht keine Männer ab. Ich krieg halt nur die Guten. Vielen Dank. Vielen Dank. Einen Text habe ich noch, eine Geschichte möchte ich noch vorlesen, weil ich die Theorie habe, das ist keine neue Theorie, aber vielleicht ist sie ja wahr, dass die Leute so viel hassen, weil sie als Kinder zu wenig Liebe von ihren Eltern bekommen haben. Deswegen möchte ich jetzt sehr gerne noch eine Geschichte über gelungene Kindererziehung vorlesen. Wer von euch hat Kinder? Mal hier rufen. Wer von euch mag Kinder? Mal hier rufen. Sind nie dieselben. Was ich ganz lustig finde, aber echt doof ist für die Kinder. Die Geschichte heißt Klassenbeste und ist sehr, sehr traurig. Ich dachte, es ist gut, so zum Abschluss, dann sind alle unglücklich. Ich stehe vor einer Schule. Ein kleines Mädchen kommt aus dem Schulgebäude und läuft seinem Vater in die Arme. Papa, ich bin Klassenbeste im Buchstabieren, ruft es. Der Vater wirbelt das Mädchen durch die Luft, setzt es wieder ab und sagt: Krass, meine Tochter, du bist also besser als alle anderen in deiner Klasse, toll. Aber was ist mit deiner Parallelklasse? Bist du auch besser als die? Ich meine, kann ja sein, dass du einfach nur zufällig in einer sehr dummen Klasse gelandet bist. Und wieso vergleichst du dich überhaupt nur mit Gleichaltrigen? Reicht es dir wirklich, für dein Alter ganz okay zu sein? Und was wäre wohl, wenn es keine reine Mädchenschule wäre? Vielleicht hätten dich ja die Jungs im Buchstabieren platt gemacht. Trittst du nicht die Emanzipation mit Füßen, wenn du dich damit begnügst, für ein Mädchen nicht schlecht zu sein? Und hast du deine Lehrerin mal gefragt, wie die vergangenen Jahrgänge in der 4. Klasse abgeschnitten haben? Was wäre deine Leistung noch wert, wenn sie schon vor 20 Jahren getoppt worden wäre? Außerdem magst du ja im Buchstabieren ganz gut sein, aber was ist mit Rechnen oder Malen? Ich habe mir das Bild angeguckt, das du gestern mit nach Hause gebracht hast. Das war der hässlichste Regenbogen, den ich je gesehen habe. Was für eine einfache und bequeme Haltung zu den Dingen ist, ist denn dich nur mit einer von dir ausgewählten Gruppe zu vergleichen in einer Disziplin, die dir liegt. Wirklich, Clara, beim nächsten Mal strengst du dich aber ein bisschen mehr an. Das Mädchen schaut seinen Vater an. Papa, hast du mich eigentlich lieb? Fragt es. Natürlich, sagt er, mehr als alles andere auf der Welt. Krass, sagt das Mädchen. Mehr als alles andere auf der Welt also. Aber was ist mit den Dingen, die nicht auf der Welt sind, aber vielleicht mal waren oder sein werden? Hast du die lieber als mich? Und überhaupt, wieso nur alles auf der Welt? Was für eine einfache und bequeme Haltung zu den Dingen ist es denn zu glauben, dass die Welt, wie wir sie definieren, alles umfasst, was sein darf? Und wieso ist viel Liebe überhaupt besser als wenig Liebe? Müsste nicht bei der Liebe von allen Dingen die Qualität wichtiger sein als die Quantität? Wirklich, Papa, beim nächsten Mal strengst du dich aber ein bisschen mehr an. Vielen Dank. Dankeschön.